Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Nicht erschrecken, Annabeth Krämer am Kinn, weil sie Herpes am Kinn hat. Ja, Leute, am Kinn. Wir haben das Video schon gestern gedreht. Wir sind nämlich jetzt gerade in Hamburg, denn morgen ist das Promi-Rutsch-Battle. Also schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Da seht ihr ein paar Einblicke, wenn die Storys noch da sind, weil keine Ahnung, wann das Video online kommt. Wahrscheinlich ist es dann eben schon vorbei. Wir zeigen euch mal wieder, was wir essen, was wir nach der Recovery essen, was wir intuitiv vor allem essen. Und was wir auch getrennt voneinander essen. Ja. Denn ihr werdet sehen, am Abend essen wir getrennt, weil Anna ist unterwegs gewesen. Und da seht ihr auch mal, was wir unterschiedlich voneinander essen. Also bleibt am Start. Wir haben auf jeden Fall unser Frühstück nicht mitgefilmt, aber es gab wie immer, Leute, was gab's? Richtig, unser geliebtes Porridge. Und wie immer mit dem Proteinpulver von MyProtein. Es hat so viele Geschmäcker. Das habe ich noch. Also es gibt super viele vegane Proteinpulver-Geschmäcker. Und mit dem Code TWINS spart ihr dort am meisten. Also ich glaube, es gibt aktuell 48% Rabatt. Leute, nutzt das unbedingt. Und mit dem Link in der Videobeschreibung würdet ihr uns sogar noch mit unterstützen. Also nutzt den gerne. Also gönnt euch geiles Proteinpulver. Und ihr könnt auch mal Proben probieren. Da könnt ihr euch ein bisschen durchprobieren. Aber Leute, wir können eigentlich. Ich finde Chocolate Karamell gut und Cereal Milk ist auch geil. Und halt Schoko Vanille geht auch immer. Aber ja. Also Leute, viel Spaß bei dem Video. Leute, beim Arbeiten trinken wir hier einen Ingwer-Zitronentee. Also haben uns einfach so Ingwer und Zitrone also ausgepresst, die Zitrone und den Ingwer und dann die restliche Zitrone noch reingetan. Und so quasi so ein Zitronentee. Weil. Ich bin jetzt ein bisschen angeschlagen auch. Es war ein komischer Satzbau. Anna ist ja schon seit einer Woche so ein bisschen kränklich und ich jetzt auch so ein bisschen. Also gestern hatte ich ein bisschen Halsschmerzen, heute habe ich keinen Halsschmerzen, aber dafür so ein bisschen Nase und so. Also ich kann auf jeden Fall nicht ins Gym gehen oder so, aber mir geht es trotzdem besser als gestern. Also es ist nur so ganz leicht, aber wenn ich jetzt ins Gym gehen würde, würde mein Immunsystem runtergehen. Also definitiv nicht ins Gym gehen und Leute, da nochmal ein Reminder. Hört auf euren Körper, der signalisiert euch schon, ob ihr gehen solltet oder nicht. Und hier signalisiert er uns auf jeden Fall, geht nicht. Weil im Endeffekt, wenn ihr ins Gym geht und krank seid, versucht ihr nur, also dann überanstrengt ihr euren Körper, es führt vielleicht zu einer Herzmuskelentzündung oder was auch immer. Also alles viel gefährlicher als mal eine Woche oder wie lange auch immer nicht zu trainieren, Leute. Ihr habt so viele Wochen und Jahre im Leben, um alles zu geben, wenn ihr da mal ein, zwei Wochen im Jahr oder wann auch, wie auch immer oder 5 Monate ist oder was auch immer nicht trainiert, dann bringt euch das nicht zurück oder so. Deswegen auf jeden Fall Trainingspause jetzt sozusagen. Und ja, morgen fahren wir nach Hamburg, sind dort beruflich. Das heißt, das ist eh auch weniger Zeit. Wir würden es schaffen. Mal schauen, ob wir dann vielleicht einen Tag dann bei der Abreise gehen können. Mal schauen, wie es gesundheitlich geht. Aber jetzt trinken wir auf jeden Fall fleißig. Immer irgendwann Zitronen, Wasser, Tee, wie auch immer. Damit wir schnell wieder fit werden. Wir haben auch Vitamine erhöht. Und damit wir einfach schnellstmöglich wieder ins Training einsteigen können. Und einfach ein besseres Wohlbefinden haben. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als krank zu sein. Und dann merkt man immer wieder, schätzt es, dass ihr gesund seid. Denn Gesundheit ist einfach das Wichtigste, wirklich. Wenn es einem scheiße geht, ist es einfach Kacke, wirklich. So Leute, für uns gibt es Abendbrot und zwar am Mittag, meinte ich. Da haben wir so ein bisschen Tomate mit Feta gemacht, einen Toast dazu, beziehungsweise einen Toast gibt es zu dieser Brühe, das haben wir noch übrig, das sind eigentlich Reste, das ist nicht mehr viel. Ein bisschen Nudelbrühe halt. Für die Gesundheit und dann gibt es eigentlich noch Kartoffeln mit König Frischkäse, der steht schon bereit. Aber die Kartoffeln machen noch in der Mikrowelle. Game Changer Hack. Geil. Boah, hat ewig kein Toast mehr. Ewig nicht. Frisch geil. Leute, ich habe in letzter Zeit einfach so viel Herpes. Normalerweise habe ich es vielleicht 3-mal im Jahr und jetzt habe ich es in den letzten 1-2 Monaten vielleicht 3-4 Mal gehabt. Jetzt habe ich es einfach am Kinn, einfach wirklich am Kinn. Nicht an den Lippen, sonst habe ich immer an den Lippen, aber jetzt habe ich es wirklich nur am Kinn. Und man merkte einfach, dass mein Körper nie auf 100% war. Deswegen, ja, trainieren wir jetzt schon sehr lange nicht mehr. Und mal schauen,
wann ich wieder ins Training einsteigen kann. Aber gönnt eurem Körper Ruhe, sonst habt ihr immer eine Herbstfresse, so wie ich. Und das sind jetzt noch ein paar Kartoffeln mit körnigem Frischkäse. Einfach, Leute, aus der Mikrowelle einfach wirklich gut einstechen und dann... 8 Minuten. Genau, 8 Minuten waren die jetzt drin und dann sind die super weich. Und nein, Leute, Mikrowellenessen ist nicht schlimm. Als Nachtisch geben uns jetzt beide ein, oder jeder ein Crispy Layered Bar und wir testen den ganzen Mal gemeinsam den Geschmack Toasted Marshmallow. Das kann ja eigentlich nur geil schmecken. Kommt schon mal Marshmallow in dieses Ding raus, boah. Kriegst du schon flüssiges so Karamell, dann ist wie so ein Keks und dann so Marshmallow, also schmeckt wirklich wie was, wie es beschrieben ist, wirklich richtig geil. Und mit dem Code TWINS bekommt ihr aktuell bis zu 48% auf Bestseller, unter anderem auf diesen Riegel und auf andere viele coole Dinge. Also bestellt gerne über den Link in der Videobeschreibung, damit unterstützt ihr uns und der Rabatt gilt immer, wenn ihr den Code TWINS eingebt. Es ist Snack-Time und wir haben uns jetzt einen Quark gemacht und schaut euch mal an, wie gut der aussieht. Dort ist ein bisschen tiefgefrorener Magerquark, weil unser Kühlschrank ist etwas kaputt, deswegen ist er etwas kühl geworden, aber da ist so ein bisschen Eis, also eigentlich auch cool. Darüber haben wir tiefgefrühstückt, so Nussriegel drüber gepröselt, Marmelade, Schokostrops, Peanut Butter Powder. So sieht das aus und das ist wirklich geil. Und dann noch mit dem Cereal Geschmackpulver von MyProtein schmeckt der Quark halt richtig lecker. Anna hat genau das gleiche. Und das gibt es in einer super geilen Schüssel. Schaut euch die mal an, die ist richtig schön. Auch von Indern. Die hat unsere Mama mal von Japan, glaube ich, mitgebracht. Nein, Vietnam. Ich habe mir, Anna wird unterwegs, isst was anderes, ich glaube, sie isst Döner. Und ich esse, wir fahren ja morgen nach Hamburg, deswegen habe ich ein bisschen was aufgebraucht. Also die Erbsen und Kartoffeln habe ich jetzt nicht aufgebraucht, aber ich zeige euch mal. Und zwar habe ich, das ist noch so eine Fleischwurst, die ist vegan. Das ist normale Pute, also ist es nicht vegan oder vegetarisch insgesamt. Weil wenn wir in Hamburg sind, wird die Wurst vielleicht schlechter, ist offen, deswegen habe ich die genommen. Und die ebenso. Und dazu toppe ich aber mit einer Soße. Zum Beispiel Remoulade oder irgendwas. Und dann esse ich das jetzt mal. Und Leute, ich sage ja wieder Kartoffeln aus der Mikrowelle. Irgendwie sind wir daran hängen geblieben. Es ist einfach, weil die haben auch noch eine viel geilere Konsistenz irgendwie. Also die sind so richtig schön wie aus dem Ofen irgendwie. Teilweise werden die auch kross, wenn ihr die wirklich sehr lange drin lasst. Überleg mal, das waren jetzt vielleicht 8 Minuten. Und das ist einfach alles, also einfach wirklich nur geil. Du hast noch nie warm probiert. Mal schauen. Heiß. Die ist so geil. Die schmeckt so hart nach Fleischwurst. Und hat so stabile Nährwerte. Krank. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, die ist von Rewe, ich blende mal ein, was das für eine ist. Die ist so gut, ich kann mir so hart empfehlen, wirklich. Auch die Konsistenz, weil Leute, wir lieben Fleischwurst. Also diese, ja, Fleischwurst heißt die, glaube ich. Ich hatte Hunger und ich dachte mir so, ich habe keinen Bock zu kochen. Was mache ich? Gehe hinter in die Abstellkammer, überlege, ich könnte mir irgendwas braten, aber das hat mir auch schon zu lange gedauert. Da dachte ich mir, okay, ich muss irgendwas aus der Dose nehmen. Habe ich die Erbsen genommen. Das sind so Erbsen, die sind wirklich bio und nicht gewürzt oder so. Dann haben wir, okay, dann die Kartoffeln in der Mikrowelle und das geht schnell. Und im Endeffekt, Leute, 8 Minuten Mikrowelle rein und das war's. Also, die Mikrowelle ist unser bester Freund. Würde ich essen als Nachtisch noch einen Apfel, weil erstens Vitamine, gerade wenn man krank ist, sehr wichtig. Und zweitens habe ich extrem Bock auf so einen saftigen, geilen Apfel. Sei das jetzt im Grün oder im Rot.
Mir ist eigentlich ziemlich egal. Ich glaube, ich bin meistens eher rot, aber eigentlich kaufen immer die Grünen. Also, pff. Leute, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Grünen sind saurer. Saurer. Ist das Deutsch? Ich glaube, ja. Machen wir jetzt ein Abendporridge. Ja, Leute, wir können es auch zweimal am Tag essen. Ich habe hier die Geschmacksrichtung. Die Konsistenz. Die Geschmacksrichtung Chocolate Salted Caramel. Die ist mit einer meiner neuen Favoriten. Also wirklich wild. Und darüber gebe ich jetzt einfach etwas Haselnussmus. Zack, für die gesunden Fette, ihr wisst Bescheid. Fett ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und noch etwas Proteincreme. Und so sieht es aus. Und Leute, wieder eine Prise Salz für die Gains. Nee, einfach nur wegen dem Geschmack. Und uns fragen viele immer mal, warum Salz? Und es hat wirklich gar keinen Grund. Also klar, wenn man es vor dem Training macht, dann hat man auf jeden Fall einen besseren Pump. Aber es ist jetzt abends, ich gehe jetzt nicht zum Sport oder so. Deswegen ist es einfach wirklich für den Geschmack. Es macht so viel aus. Probiert es unbedingt aus. Salz ist einfach, es ist einfach nicht mehr wegzudenken. Und Leute, das war es jetzt auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das zeigt uns, ja, euch gefällt und es gibt ein bisschen was für den Algorithmus her. Und deswegen gerne liken, es ist kostenlos. Abonniert uns. Schaut bei Instagram, TikTok bei uns vorbei. Dort sind wir am aktivsten und seht ihr immer, wie unser Leben abläuft, was so am Start ist. Genau. Also betrachtet nicht unser Aussehen. Wir sind müde. Das war's. Und ciao.